Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Ach, wie schön, wir sind in den letzten Zügen von diesem Leuchtturm. Wobei ich euch gestehen muss, dass ich jetzt gleich nochmal was weghauen werde hier. Aber ihr werdet gleich sehen, wieso. Weil es ja eine minimale kleine Änderung geben wird an der Treppe, die da anders sein soll. Ja, ich habe nach der Aufnahme das Ganze meinem Partner gezeigt und meinte so, da, guck mal, das würde ich anders machen. Und ich hatte ja während des Bauens auch schon spekuliert, ob das so in Ordnung ist. Und in den Kommentaren hieß es dann auch so, ja, das da würde ich anders machen. Ja, jetzt machen wir das da anders. Und was das da ist, das zeige ich euch gleich. Aber jetzt holen wir erstmal Material. Da, da! Fuck! Mama! Nein, 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 nein! Fuck, da! Fick dich doch. Entschuldigung. Was soll denn das jetzt? Wo kommen die hier? Wie kommen die da rauf? Wie kommen die da rauf? Wie kommt ihr da rauf? Wie bist du da rauf gekommen? Das verstehe ich nicht. Da oben ist doch ausgeleuchtet. Alter Schwede. Mal weg hier. Wo ist der andere? Ist irgendwo da hinten. Creeper, 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 wo bist du denn? Scheiß, mach mir mal weg. Wo bist du denn? Da ist er. Hallo Creeper, komm her. Bei Fuß. Nein. Und du explodierst definitiv nicht beim Haus. Und? So. Wo kommst du? Was geht mit euch ab? Ich weiß, dass noch nicht überall ausgeleuchtet ist. Ich weiß auch, dass hier noch eine Lampe fehlt. Aber trotzdem müsst ihr auch nicht auf mich losgehen. Da fehlt noch eine Lampe. Ach Gott. Was soll denn das? Was habt ihr gemacht? Warum habt ihr die Creeper ins Haus gelassen? Ach komm schon. 16 Fleisch, ein Ding und so. Ach, nicht wirklich. Was habt ihr hier für Angebote? So, ist jetzt hier noch irgendwas, was ich wissen sollte? Warum ist hier wieder ein Bett? Warum ist hier wieder ein Bett? Hä? Hab ich das da reingestellt? Damit ich nicht mehr bei Hani schlafen muss? Bei Hani ist noch alles okay. Die Schilder sind auch noch hier. Okay, nicht, dass der Server plötzlich einen Fehler macht. Hallo? Hallo? Puh. Alle Dorfbewohner, der hier oben immer rumkrebst, ist weg. Naja, okay. Gut. Alter Schwede, ich wollte eigentlich gerade was essen. Und da kommen mir die Creeper entgegen. Das geht ja mal gar nicht. So, machen wir hier noch ein bisschen Kobbel rein. So, und hier machen wir auch noch mal ein bisschen Kobbel rein. Oh Mann, was sollte denn das? Wahnsinn. Also Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Sowas passiert einem auch nur in Minecraft, ohne Scheiß. Mann, Mann, Mann. Machen wir hier ganz voll und hier machen wir auch ganz voll. Was haben wir hier noch? Ja gut, das können wir lassen. Wie viel haben wir denn jetzt? Ja, obwohl, ich schmeiß das jetzt auch mal hier raus, schmeiß hier nochmal Kobbel rein. Was ist denn jetzt angestellt? Was habe ich denn jetzt reingeschmissen? Irgendwas habe ich jetzt zum Verbrennen reingeworfen. Ich weiß nur nicht was. Aber irgendwas war's. Naja, egal. So, nehmen wir hier die Kohle auch nochmal raus. Hier nehmen wir auch nochmal ein bisschen Kohle. Alter Schwede. Schockschwere Not. Okay. Die packen wir jetzt hier oben noch rein. Es darf eh ruhig ein bisschen mehr hier in den Öfen drin sein. Weil wir da nicht immer nachlegen müssen. Ja. Jetzt wollen wir die hier noch machen. Jetzt, Moment, das waren ja mal nicht immer vier, oder? Ja, genau. Dann machen wir hier noch. Was? Teil dich doch auf. So, danke. Jetzt brauchen wir diese Stufen. Nee. So gehen die Stufen. Genau. Was? Warum verteilst du das nicht anständig? Minecraft hat mich heute nicht lieb. So, jetzt verteilst du es richtig. Danke. So. Okay. Aber das sind keine Stufen. Hä? Das sind Ziegelsteinstufen. Ja, genau. Die will ich haben. Was geht denn jetzt ab hier?
So. Und Stufen bitte, danke. Also manchmal muss ich Minecraft nicht verstehen. So, jetzt Anna. Okay, gut. Ich packe jetzt den Sand nochmal weg, der auch mal wieder aufgeräumt ist. Das Glas packen wir auch weg, weil das brauchen wir vorerst ja nicht. Haben ja entschlossen, dass wir das doch anders machen. Nein, ihr bleibt da. Das Grau hebt sich ja so schlecht ab, da sieht man doch kaum was. Wer klackert da unten schon wieder rum? Naja, egal. Hauptsache, wir haben jetzt hier die Stufen, die brauchen wir. Hier müssen wir mal sortieren, weil das nervt mich. Es ist nicht so sortiert, wie ich das sortiert haben will. So. Mann. Na, jetzt lass mich doch raus. Warum lässt du mich denn nicht raus? Hör, was soll denn der Scheiß? Wahnsinn. So, was hast du für mich hier angebot? 3 Redstone. Hast du eigentlich sonst noch was? Nee. Okay. Ja, egal. Minecraft, was war das für ein Hänger? Oh, Leute. Stehen da plötzlich 2 Creeper oben. Ich hatte es ja schon, dass unten ein Creeper steht. Den habe ich zum Glück von außen gesehen. Aber dass mir von oben dann plötzlich 2 entgegenkommen, das ist mir ja noch nie passiert. Das ist krass. Mann. So, aber jetzt will ich fertig werden. Ich möchte in dieser Folge endlich zumindest so gut wie alles vom Leuchtturm fertig haben. Außer vielleicht die Beleuchtung. Da wäre ich nicht böse, wenn die noch nicht fertig ist. So, das hier muss weg. So, ihr seht auch gleich, wieso. Zack. So. Ja, und wie Opa Zeron schon richtig geschrieben hat, durch dass die Lava in die Mitte dann reinkommt, brauche ich mich natürlich nicht um eine ausreichende Beleuchtung sorgen. Das stimmt. So, das meinte ich. Und zwar, dass wir hier 3 machen und nicht wie vorher nur diese 2 Ebenen. Und dann geht's weiter. So. Sollte so passen. Genau. Dann sieht das Ganze auch gleich viel, viel harmonischer aus. Das Problem ist halt nur, dass wir jetzt die Hälfte wieder wegreißen müssen, aber das sollte auch kein Problem sein. So, das mal wieder weg. Ich glaube, dass ich mich einfacher täte, wenn ich es so mache. Miau. Miau. So. Genau, so geht es schneller, weil dann muss man immer das alles wegmachen. Ei. Ich habe halt so richtig schön ausgeschlafen. Ich sag's euch, Leute, ich bin so richtig, richtig erholt ausgeschlafen. Super, duper toll. Ich bin zwar etwas einsam, weil mein lieber Partner, der im Gemus mit nicht da ist. Der ist ja auf Kur. Aber ich bin ausgeschlafen. Das finde ich super, denn wir haben heute hier in Bayern einen Feiertag. Und das finde ich so klasse. Ich habe zwar nicht mehr viel... Habe ich jetzt die Hälfte wieder weggerissen? Nee. Jetzt bin ich mehr viel jetzt so mit der katholischen Sache am Hut, aber den Feiertag, den nehmen wir gerne mit. Das hört sich jetzt zwar ein bisschen blöd an, aber hey, ist so. Andere haben Ferien 6 Wochen lang. Ich habe einen Feiertag, ist so optimal. Nächste Woche habe ich Urlaub. Da freue ich mich auch schon tierisch drauf. Ich wette, dass ich jetzt gleich da unten runterfallen werde. Ich muss aber auch hier diese Wolle noch unbedingt wegmachen. Damit die Arme weg ist. Nee, ich finde es ganz, ganz toll. Einfach mal einen Tag, wo man ein bisschen länger schlafen kann wieder. Wobei ich ja sagen muss, bei mir ist es gestern sowas von verflucht spät geworden. Ich weiß gar nicht, wann ich mich eigentlich offiziell, sage ich jetzt mal, im Internet verabschiedet habe. Ich glaube, das war 23:30. Als ich mich da so im Forum mal gemeldet habe mit Gute Nacht. Ich gehe jetzt ins Bett. Ja. Es wurde nicht 23:30. Nö. Es wurde auch nicht 1. Wäre schön gewesen. Wäre ich nicht so müde gewesen heute Morgen, als meine Mutter vor der Tür stand und die Katze wiederholen wollte. Nö. Es war 4. Also 4, ja. Also um 3 war Skypen vorbei. Aber um 4 bin ich dann ins Bett, weil Jülchen musste sich noch eine Serie fertig angucken. Und ja, ich bin selber schuld, ich weiß. Ja, aber jetzt bin ich herzlich ausgeschlafen. Ich war ja sehr verwundert, weil als meine Mutter vor der Tür stand, hatte ich ungefähr 5 Stunden geschlafen, was für mich nie ausreicht, aber ich war irgendwie munter. Aber das ist, glaube ich, so dieses Phänomen, das man manchmal hat, wenn man lange wach ist, dass man dann plötzlich mit wenigen Stunden Schlaf meint auszukommen.
Aber wenn man das dann wirklich machen würde und würde wach bleiben, dann würde man schon merken, dass das nicht funktioniert. Nein, 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 nein. So nicht, junger Mann. So nicht. So, bitte. Genau, das. Es sieht schon gleich ganz anders aus, wenn wir hier eben die drei Stufen hier so machen. Das stimmt wohl. Das Einzige, was mich immer so ein bisschen stört, wenn ich länger schlafe, ist, dass ich das Gefühl habe, dass sich meine Stimme dann so hart anhört. Also so, ja, so hart irgendwie. Habe ich persönlich das Gefühl. Entschuldigung, das war mein Näschen. Nee, finde ich schon da. Ich höre mich da ein bisschen rauer an. Zumindest habe ich heute das Gefühl. Ich höre mich irgendwie ein bisschen rauer an. Und was machst du denn? Ich bin ja froh, dass man diese Stufen hier wieder trennen kann. Ich weiß nicht, gibt es das noch? Es gibt ja manche Sorten von Stufen, die konnte man dann einfach nicht mehr trennen. Wenn die einmal verbunden war, dann hattest du, da musste er alle wegbauen, damit es funktioniert hat. Das fand ich voll nervig. Oh, hier, das muss noch weg. Das muss noch weg. Da haben wir uns ja schon bis oben rauf gebaut. Ja, gut, wir könnten es mit Behutsamkeit und Dingenskirchen und so, wäre vielleicht nicht schlecht, aber. Bevor ich jetzt da lange schaue, dass ich eine Behutsamkeitsspitzhacke zusammenbekomme. Draußen ist es schon wieder dunkel. Mir eigentlich herzlich egal. Sollen sie halt im Dorf schlafen. Die ganzen Zombies und Creeper und. Haben ja so ein schönes Bürgermeisterhaus, wo sie sich da oben draufsetzen können, ne? Weil es gerade so lustig ist. Mann, Mann, Mann. Mal schauen, wie weit wir kommen, wie viel wir brauchen werden. Das ist dann das nächste Problem. So, jetzt machen wir hier auch erstmal diesen hier. Machen wir das alles hier weg. Damit wir da mal alles auch weg haben da. Das machen wir weg, damit wir es weg haben. Ja, das ist super. Nei, dei, dei. Mal gucken, was ich heute noch mache. Mein Partner ist einige Tage nicht da. Und ja, jetzt habe ich die letzten Tage viel für Playtimes gemacht und ich selbst habe nicht mehr Fernsehen geschaut und ja, am PC habe ich mir jetzt mal wieder meine Serie rausgesucht, die ich jetzt mal gerade ein bisschen gucke und keine Ahnung, aufnehmen wollte ich eigentlich voll viel. Heute möchte ich noch eine Mädelsecke machen. Habe ich gestern angekündigt. Jetzt gerade im Moment denke ich mir so. Verdammt, jetzt bin ich runtergefallen. Genau, das denke ich mir auch. Nee, jetzt gerade im Moment denke ich mir so, ja. Stimmt, die wolltest du machen, aber jetzt gerade bin ich nicht so in Stimmung für. Es ist voll grausam mit mir manchmal. Es ist so stimmungsabhängig ist. Nee, ich bin eigentlich schon in Stimmung für die Mädelsecke, aber manchmal gibt es so diese Situationen. So in der Käse jetzt. So in das jetzt. Axt haben wir keine mehr. Da ändert sich die Stimmung so, dass man eher für auf andere Sachen Lust hätte. Aber das kennt ihr ja mit Sicherheit bereits. Oder so, ab und zu. So, da werde ich jetzt runterfallen. Weil hier gleich Sendepause ist mit den Stufen. Genau. Dann haben wir das hier. Da müssen wir noch weitermachen. Ach, ich ziehe das jetzt nur ein Stück rauf. Dabei komme ich eh nicht. Nein! Das wollte ich nicht. Was ist denn jetzt los? Minecraft! Was haben wir denn jetzt für eine Framerate von 4? 2? 8? Das wird immer höher. Moment, ich drücke. Nein, das soll sich nicht updaten. So, hoffen mal, dass es jetzt wieder wird. Was ist denn jetzt mit der Framerate los? Ich habe gerade die übelste Framerate. So in der Käse. Das passiert mir leider ab und zu, dass ich plötzlich so ein Framerate-Einbrüche habe. Das ist aber neu. Jetzt geht sie wieder. Ach Gott. Ich hoffe, dass sich das jetzt gleich wieder gibt, weil ich würde eigentlich schon gerne noch weiter aufnehmen, Minecraft. Gut, solange wir das hier wegmachen. Fällt es nicht so stark auf. Natürlich. Ach Mann. Alles nur wegen dieser doofen Framerate. Was soll denn der Scheiß? Ich bewege mich jetzt mal ein Stück. Oder ich bewege mich nicht, weil es nichts bringt. Moment. Geht die Framerate jetzt wieder hoch? Na? Komm schon. Komm schon. Es ist ja grauenhaft. Jetzt, na.
Sie fängt sich wieder. Sie ist nicht optimal, aber sie fängt sich wieder. Keine Ahnung, was da jetzt los ist. Ja gut, jetzt muss sich erstmal die Welt hier wieder laden, aber was soll denn der Käse? Was soll denn der Käse? Keine Ahnung. Ja, ich weiß, ich habe nicht alle Server-IDs versteckt. Da war jetzt eine, die nicht versteckt war. Die sind aber alle sowieso mit Whitelist. Also von daher, macht euch da mal keine Hoffnungen. Ach Gott. Die Framerate, die arscht mich jetzt gerade. Das ist doch nicht normal. Ich wollte in dieser Folge das fertig bekommen. Wollte ich wirklich. Aber wenn ich die Framerate so arscht, dann kriege ich das nicht fertig. Das muss man nicht verstehen, was da jetzt los ist. Ja gut, ich mache es jetzt trotzdem mal. Aua, das ist mir voll ins Hirn gedengelt. Ah, das waren bestimmt die zwei Creeper im Haus. Ich hatte das letztens schon mal, dass die Framerate auf einmal runterging und ich wusste nicht, wieso. Ich vermute, dass bei meinem Partner im Hintergrund irgendein Programm läuft, das gerade sagt, hallo, da bin ich. Schön, dass du da bist. Ich bin auch da. Sieht so doof aus hier. Ja, aber es hilft nicht. Ja, ich weiß, dass da drunten ein Spawner ist, deswegen musst du mir das Spawner-Geräusch jetzt nicht machen. Ich denke halt, dass es jetzt so relativ unspielbar sein wird. Aber wir versuchen es mal. Vielleicht funktioniert es ja doch einigermaßen. Vielleicht ist es ja doch nicht so unspielbar. Ich bin es ja gewohnt, mit einer schlechten Framerate zu spielen. Aber seht ihr genau, sowas passiert dann. Was soll denn das jetzt? Genau sowas passiert dann, wenn man eine schlechte Framerate hat. Ach Mensch, ist das ärgerlich. Ich könnte jetzt neu starten. Das könnte ich machen. Ich habe keine Lust dazu. Wenn ich neu starten. Will nicht nach der Nase von Minecraft tanzen. Minecraft soll nach meiner Nase tanzen. Das ist wie Chuck Norris, nur anders. Mensch. So, die Leiter machen wir hier auch weg. Das hört sich so grauenhaft an. Warum muss das Geräusch bleiben, wenn man die Leitern wegbaut? Macht doch gar keinen Sinn. Jetzt werde ich nörgelig. Merkt das? Jetzt werde ich echt nörgelig. Ah, ich sollte ja nicht die Fackel wegmachen, weil hinterher pappt sie dann immer noch dran. Das fällt zwar vermutlich dann nicht auf, aber trotzdem. Sollte man wegmachen. Es wird zwar dann hier finster drin werden, aber hilft nicht. So, ich hoffe so sehr, dass ich einigermaßen jetzt noch weiterkomme hier. Aber bei der Schnelligkeit, wo ich gerade baue, glaube ich, sollte ich es echt bleiben lassen. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Was soll denn das? Ich verstehe das nicht. Könnt ihr mal die Framerate ausschimpfen für mich? Danke. Ach, Mann. So. Dann ist auch noch eine Fackel, die weg muss. Ach, komm schon. Ja, dann wären wir halt in dieser Folge wieder nicht fertig, weil wir so langsam bauen müssen. Ach komm, das ist doch grauenhaft. So, hier war der Block, den wir wieder setzen müssen. So. Zumindest das hier möchte ich noch machen. Wenn ich darf, liebes Minecraft, wenn ich darf. Wie das aussieht, wenn es so ruckelt. Ach Gott. Vielleicht ist es aber auch der Server. Kann natürlich auch sein. Jetzt fängt es an, ein bisschen flüssiger zu werden. Vielleicht ist es auch der Server. Wir schieben es jetzt einfach mal auf den Server. Und noch einen. So, das haben wir auch. Hey, dai. Ja, aber immerhin, wenn die Framerate kleiner wird, wird die Datei später kleiner. Ist sie schneller auf YouTube hochgeladen und schneller gerendert, ne? Das wäre ein schwacher Trost, um ehrlich zu sein. Wenn man dann dafür aber keine anständige Folge hat. Ja, ich weiß, ich sollte was essen, wenn ich mich in die Tiefen stürze. Hey, dai. So, das ist so ärgerlich. Ich wollte unbedingt endlich in dieser Folge fertig werden. Aber wenn ich sehe, was hier noch zu machen ist, gehe ich ganz stark davon aus, dass wir in der nächsten Folge dann wirklich definitiv fertig werden. Weil es ist ja jetzt wirklich nicht mehr viel. Ihr seht ja wirklich selbst, wir müssen nur noch diese Stufen anbringen. Aber mit dieser Framerate, oh, ich wisse jetzt habe ich die letzten paar Minuten damit verbracht, über die Framerate zu schimpfen. Das macht das Spiel auch nicht unbedingt interessant. Oh, was soll das jetzt? So, das hier.
das. Danke. Nee, also jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt mag ich nicht mehr, nö. Jetzt kann mich das Spiel wirklich kreuzweise. Das sind diese Momente, wo auch Julchen mal ein bisschen unfreundlich und vielleicht sogar ausfallen wird, weil mich das dezent annervt. Mensch, ihr habt so gut geschlafen, es ist so ein schöner Feiertag und du verdirbst mir alles, Minecraft. Du verdirbst mir alles. Alles verdirbst du mir. Eine Frechheit ist das. Eine Frechheit. Wie weit kommt man rauf? Komm, da kriegst du doch Augenkrebs von dieser Framerate. Die Framerate. Ja, ich weiß, das was über meinen Kopf ist. Deswegen will ich es auch versuchen, so hoch wie möglich zu sprengen. So. Hier. Noch ein. So, das hier. Müssen wir nur noch den hier machen. Den einen Pfeiler machen wir jetzt noch. Ich bin jetzt nicht über das Loch gerannt. Ich glaube, ich habe das zugemacht, oder? Dass ich eben nicht reinfallen kann. Naja, ich versuche jetzt auf alle Fälle noch so weit zu bauen, dass wir zu den nächsten Pfeiler kommen. Ach, da ist er eh schon. So. Oh, ich habe sogar recht gehabt. 5 war's. So. Naja, weil das ist ja... Gut, die können wir lassen, weil die könnten wir nachher ohne Probleme wegbauen. Die, bei der anderen war es ein bisschen problematischer, weil die eben direkt unter den Stufen lag. Aber egal. Wir freuen uns, wenn wir hinterher Creeper hier drin haben. So, ich springe jetzt mal mit den Zahlen hin und her, aber dann geht's schneller. So, sollte ich mir vielleicht auch mal angewöhnen. Was soll denn das? 2 und wieder 5. So. Okay. Rauf mit dir. Rauf mit dir. Rauf mit dir. Rauf mit dir. Ich möchte wenigstens etwas geschafft haben. So. Ja, wir haben eh fast nichts mehr. Das ist ja das Krasse. Wir haben ja eh fast nichts mehr. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ist das hier frei? Ja, ist es. Will ich nicht. Ich fall da sonst noch runter. Oder habe ich eh zugemacht? Ach, keine Ahnung. Aber bevor ich runterfalle, machen wir lieber zu. So. Jetzt, wir haben hier nur noch die letzten paar Meter. Schaffen wir die mit der schlechten Framerate? Was sagt ihr? Ich sage ja, wir schaffen es. Sofern wir die Treppe runterkommen, schaffen wir das. Ja, aber vorher werden wir was essen. Der Kaktus aber nicht. So. So. Jetzt kommt schon, Leute. Das schaffen wir jetzt noch. Da lassen wir uns jetzt nicht unterkriegen. Die Framerate. Ganz ruhig, Julchen, ganz ruhig. Ich lasse diesen einen Block jetzt mal, den korrigiere ich hinterher. Nee, wenn ich ihn hinterher korrigiere, dann korrigiere ich ihn wieder gar nicht. So, weg mit dir. Du musst auch weg. So. Nein! Nicht runterfallen, Julchen. Nicht runterfallen. Das war knapp. Das war knapp. Dann wäre ich auch im Leuchtturm einmal gestorben. Das wäre auch doof. Was wäre das für eine Einweihung? Ach komm, du machst das doch keinen Spaß. So. Ey, manchmal. Manchmal könnte ich das Spiel dezent in die Tonne hauen. So viel Spaß, wie es mir macht. Aber manchmal. Wow. Wie dunkel es jetzt hier auf einen Schlag hier drin wird. Nur weil diese eine Fackel weg ist. Oder diese zwei. Ja, ich bringe jetzt trotzdem hier mal... Ey! Ich bringe jetzt trotzdem hier mal in den Ecken welche an. Zumindest bis die Beleuchtung innen drin steht. Na komm. Weil, bevor mir dann wirklich hier drin irgendwas spawnt, nur weil ich diese bescheuerte Fackel hier nicht stehen habe. Nee, das muss nicht sein. Komm. Komm her, put, liebe Fackel. So. Naja, die anderen können wir jetzt mal stehen lassen. Die kommen zwar alle auch noch weg. Ah, die Framerate, sie kackt so ab. So, ich möchte aber jetzt die Stufen hier noch fertig bekommen. Scheißegal, ob das ruckelt oder nicht. Mäh. Das hatte ich schon lange nicht mehr ruckeln. Ne? Also so richtig ruckeln. Das waren auch die Zeiten, wo ich mit meinem eigenen PC Minecraft aufgenommen habe. Wobei, als ich bei MG mitgeholfen habe, sein 700 Folgen Minecraft Special aufzunehmen. Da hatten wir ja ein Together gemacht mit zwei anderen Leuten. Und da hatte ich auch mit meinem PC aufgenommen und es lief.
Och, jetzt kommt die Minecraft-Musik auch. Nee, dann habe ich keinen Bock mehr für heute. Das ist nämlich die, die dann immer so laut wird. Dann darf ich mich beim Schneiden immer freuen, dass ich immer leiser drehen muss. Ne, ne, ne. Leute, es wird mir jetzt so dämlich. Ich will euch das auch nicht antun mit der Framerate jetzt so, weil das ruckelt sowas von derbe und das ist nicht schön anzuschauen. Ich würde sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Wir sind fast fertig. In der nächsten Folge werden wir fertig. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!